Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal um was ganz Tolles, nämlich ein innovatives Arbeits- und Klemmsystem. Manch einer von euch wird das schon kennen. Heute unterhalten wir uns über das Croc-Lock-System von Batavia und wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, solltet ihr dranbleiben. Ja, viele von euch werden das Produkt schon irgendwo mal gesehen haben. Ist eigentlich wirklich sehr, sehr weit verbreitet, auch wenn es eigentlich in der Anschaffung recht teuer ist. Wie immer verlinke ich euch alle gezeigten Produkte unten in der Videobeschreibung und dort könnt ihr euch dann die tagesaktuellen Preise abrufen. Ihr seht schon, hier rechts habe ich einiges noch an Zubehör schon rausgeholt. Werden wir dann im Verlaufe des Videos hier mal mit verbinden. Grundsätzlich erstmal zum Technischen. Wozu ist das Teil? Naja, könnt ihr euch schon denken, es ist dafür da, um irgendwelche Teile, Werkstücke einzuspannen und das bis zu 95 cm in der Gesamtlänge. Das heißt, ihr könnt das dann wie mit so einer Einhandzwinge quasi einzwängen, allerdings mit einer wirklich enormen Standkraft und mit einer enormen Belastbarkeit. Die maximale Belastbarkeit liegt hier bei 150 Kilo. Das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Und wir haben hier ungefähr eine Tonne an Force, also an Energie, an Kraft, die das Ganze dann zusammenhält. Aber wir können das auch so dosieren, dass wir damit zum Beispiel auch einen Ei einspannen können. Das werden wir dann auch mal ausprobieren. Und jetzt kommt das Allerbeste. Ihr könnt das Ganze mit nur einem Fuß bedienen. Das heißt, ihr habt die Hände frei zu manövrieren und irgendwie das Ganze hier rein zu buxieren. Und mit dem Fuß stellt ihr das Ganze dann letztendlich fest. Die Arbeitshöhe beträgt 87,5 cm. Wir haben eine Schaltersperre, die das Ganze dann auch nochmal an Ort und Stelle hält, ohne dass es sich dann selber zum Beispiel lösen kann. Und grundsätzlich gibt es für fast alle Anwendungszwecke, ob ihr Rohre einspannen wollt, Türen einspannen wollt, Platten einspannen wollt oder irgendwelche anderen Dinge, Zaunpfosten oder irgendetwas einspannen wollt, gibt es verschiedene Aufsätze noch mit dazu. Ihr könnt natürlich mit den mitgelieferten Aufsätzen auch schon wunderbar arbeiten. Was rede ich? Packen wir es mal aus und gucken uns das Ganze mal an. So ausgepackt sieht das gute Stück dann so aus, macht auch farblich und vom Design her einiges her. Und ihr seht, es ist eigentlich sehr, sehr kompakt zusammenlegbar, da die Beine dann auch einklappbar sind. Theoretisch könnt ihr die Beine sogar irgendwo auf Asphalt oder auf Fliesen oder irgendwas auf einem Untergrund, Estrich oder was, dann auch festschrauben, wenn es denn notwendig sein sollte. Und ihr seht, ihr habt hier hinten einen Tragegriff mit dran, womit ihr das ganze Teil dann super auch transportieren könnt, nämlich dann Hochkant logischerweise. Vom Gewicht her kann man sagen, das ist nicht wirklich sehr, sehr leicht. Ich glaube, irgendwie so 25 Kilo oder was wiegt das Teil. Aber grundsätzlich ist das Gewicht so gut verteilt, dass ihr das dann auf jeden Fall super halten könnt. Und dann haben wir hier oben einmal diese Zwinge oder diese Zwingenfunktion mit dabei. Wir haben hier eine gummierte Oberfläche, die dann auch noch mal so ein bisschen schraffiert ist, sodass es hier wirklich zu Grip kommt. Ihr kennt das, wenn ihr irgendwelche Softbacken dann vielleicht bei eurem Schraubstock habt. So ähnlich könnt ihr euch das hier dann auch vorstellen und ihr könnt dann hier dann verschiedene Aufsätze auch noch montieren. Das werden wir dann gleich mal machen, um das Ganze dann noch zu vergrößern. Ihr habt jetzt ungefähr so vielleicht, naja, 50, 60 Zentimeter habt ihr dann vielleicht Einspanntiefe, um das Ganze dann tatsächlich auf 95 Zentimeter auszubauen. Könnt ihr das ganze Teil dann hier einmal umdrehen und dann könnt ihr das so rum dann wieder hier aufstecken. So, und ab da greift das Ganze dann wieder und ihr seht, so habt ihr dann tatsächlich die vollen 95 cm zur Verfügung. Und das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich Holz, was ihr dann da einspannen könnt. Hier vorne ist dann tatsächlich dann diese Sperrfunktion, damit dann dieser Schiebeschlitten sich nicht noch irgendwie bewegt. Das heißt, wenn ihr das Ganze spannen wollt, müsst ihr das Ganze dann einmal verriegeln. Dann macht ihr das Ganze weiter mit dem Fußtaster. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ja, so sieht das Ganze dann hochkant gestellt aus. Also das funktioniert natürlich auch, dass ihr das einfach in irgendeine Ecke stellt und dann so hinterlasst. Und wie gesagt, könnt ihr das Ganze dann hier ganz einfach über diesen Griff tragen. Und hier unten sind die Verriegelungsschalter dann für die Beine, die wir dann hier, wie gesagt, ganz einfach abklappen können. Drei Stück sind hier mit vorhanden. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und wie ihr dann schon sicherlich erkennen könnt, ist das wirklich extrem standfest, das Ganze. Die Füße unten sind nochmal gummiert. So, und wenn ihr jetzt die Spannfunktion hier aktivieren möchtet, dann könnt ihr jetzt hier irgendetwas einspannen. Und dann könnt ihr hier mit dem Fuß treten. Und dann geht das Ganze hier tatsächlich zu. Bis zu dem Faktor, wo dann eben das Ganze
dann an das Werkstück stößt. Und dann verriegeln wir das Ganze hier einmal, nämlich so, dass die Schlossfunktion hier aktiviert ist. Dann können wir noch einmal hier festtreten und dann bleibt hier unten auch dieses Fußpedal hängen und dann ist das Ganze auch tatsächlich eingespannt. Wenn wir das Ganze jetzt wieder lösen wollen, müssen wir das einmal entriegeln und dann drücken wir hier einmal mit dem Fuß gegen, dann hört ihr das, rastet dann einmal aus und schon können wir das Ganze dann wieder entspannen. So, natürlich könnt ihr dann so Balken einspannen oder sogar Türen oder irgendetwas. Und wenn ich mich jetzt hier drauf lehne und das wirklich nicht mit wenig Gewicht, seht ihr, da kippelt nichts. Das ist natürlich auch beschränkt. Wenn es jetzt irgendwie 2 Meter zu jeder Seite rausstehen würde, dann würde der natürlich auch umkippen. Aber grundsätzlich ist das Teil enorm standfest und ihr könnt damit wirklich richtig arbeiten. Ihr könntet da theoretisch sogar eine Kappsäge drauf montieren oder darauf hämmern oder eben sägen oder was euch eben dann vorschwebt, feilen, schleifen, sägen, kappen etc. ist alles mit dieser Spannvorrichtung dann möglich. So, auch hochkant könnt ihr einspannen. Ich habe jetzt hier mal so einen Pfosten genommen, der von ganz normalen Gartenzaun ist oder Sichtschutzzaun, wie man das so möchte. Und das bringt mich natürlich auf eine weitere Idee, dass man eben so etwas dann auch nutzen kann, um irgendwas zum Beispiel einzubetonieren oder festzuschrauben in einer Einschlaghülse oder sonst was, dass das dann wirklich gerade ausgerichtet ist. Ihr zieht das Ganze dann fest und arbeitet dann unten am Fuß mit der Verankerung weiter. Und das ist natürlich auch ein ganz toller Einsatzzweck, den man damit realisieren kann. So, was auch super ist, ist, dass bei diesem System unwahrscheinlich viele Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel diese seitlichen Schienen, die kommen im Zweierpack. Ich verlinke euch, wie gesagt, einiges unten in der Videobeschreibung. Und die könnt ihr hier an der Seite einfach reinstecken. Zweimal oder dreimal gibt es hier die Möglichkeit. Überall, wo so ein Dreieck dann drin ist, könnt ihr das Ganze dann reinstecken. Und ihr könnt das dann an der Seite so weit rausstehen lassen. Natürlich könnt ihr das auch beidseitig machen. Das heißt, entweder schiebt ihr das einfach weiter in die Mitte oder ihr nehmt einen zweiten und steckt den dann eben weiter hinten an und dann könntet ihr beidseitig irgendetwas unterstützen. Das heißt, es gibt dafür Rollenhalter zum Beispiel, damit ihr da irgendetwas drauflegen könnt, was vielleicht ein bisschen länger ist, was ihr dann quasi quer hin und her schieben möchtet. Dafür empfehle ich euch dann diese Rollenhalter und ihr seht, die passen tatsächlich hier in Dreiecksform direkt auf dieses Schienensystem und kann dann natürlich auch festgezogen werden über diese Schraube. Das funktioniert hervorragend und es gibt natürlich hier auch noch so eine Standardunterstützung, die sieht so aus und da könnt ihr dann ganz einfach was ablegen. Wenn ihr das dann hier an der Seite einmal drauf bringt und dann festschraubt, dann könnt ihr das hier noch in der Höhe nivellieren. Jetzt ist es noch nicht ganz fest, aber in der Höhe könnt ihr das dann eben noch nivellieren, sodass das auf euer Werkstück dann passt und ihr habt dann hier eine gesamte Auflagefläche, worüber ihr dann arbeiten könnt. Wenn ihr vielleicht irgendwas mit einer Stichsäge aussägen möchtet oder vielleicht irgendwie was schleifen möchtet oder sowas, dann könnt ihr daraus theoretisch einen ganzen Tisch formen. Wenn man dann überlegt, so ein Teil dann noch auf die andere Seite sich zu setzen oder dann eben versetzt mit einer weiteren Schiene dann hier hinten, sage ich mal, dann habt ihr auch noch ein bisschen größere Auflagefläche und natürlich könnt ihr das dann auch dafür nutzen, einfach weiter nach hinten schieben das Ganze und hier dieses Teil dann nutzen, das ist nämlich eine ebene Fläche und dann habt ihr eine riesige Auflagefläche. So, dann gibt's natürlich auch noch verschiedene Halterungen. Wer eben mit diesen Soften nichts anfangen kann, so soft sind die gar nicht, das ist eben Hartgummi, der kann sich dann noch solche Krallen hier dazu bestellen. Die werden dann ganz einfach, hier sind Löcher drin, dann von hinten verschraubt. Die Schrauben sind logischerweise auch mit dabei. Aber ich stelle es jetzt einfach mal so drauf. Eine Seite sieht so aus, eine Seite sieht dann so aus. Und die sind wirklich sehr rabiat, möchte ich sagen. Die haben wirklich richtig Grip. Und da könnt ihr dann zum Beispiel einen Rauschbund oder irgendwie was einspannen, was eben auch beschädigt werden kann. Das ist natürlich die Voraussetzung. Das ist natürlich dann nicht mehr schonend, so wie diese Backen, sondern das greift dann richtig zu. Oder vielleicht Brennholz oder irgendetwas. Wenn ihr was sägen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel nehmen, dass das wirklich richtig kräftig dann festgehalten wird. Ja, diese Lösung gibt es dann auch in einer anderen Form. Ihr seht das, das ist so ein bisschen wie so ein Dreieck ausgeschnitten. Das ist letztendlich dann dafür da, um runde Dinge festzuhalten. Zum Beispiel auch wieder Brennholz oder Rundstäbe oder vielleicht ein Metallrohr oder ähnliches. Das könnt ihr damit dann festhalten und wirklich festkrallen. Und die Teile kosten so etwa zwischen 30 und 40 Euro liegen die in der Regel. Billig ist es wie gesagt nicht, aber von der Qualität her bin ich davon total überzeugt, dass das Teil richtig was hermacht. Ja, dann gibt es auch noch so einen Werkzeughalter, den könnt ihr dann hier an den Füßen montieren mit dieser
Halterung, die dann gleich mit dabei ist. Und dann habt ihr hier quasi so eine Schale mit dranhängen, wo ihr dann kleine Schrauben oder irgendwas reintun könnt, wenn ihr irgendwas auseinanderbaut. Ihr könnt ja da auch ein Fahrrad zum Beispiel einspannen oder einen Roller oder irgendetwas, womit ihr arbeiten müsst, wo ihr es abschrauben müsst oder sowas. Und da ist sowas natürlich super, dass man dann so eine Ablagefläche hat. Das Ganze ist hier mit so einer Art Moosgummi oder generell Gummi ist das nochmal überzogen, sodass das auch wirklich schön griffbereit ist und dann auch nicht hin und her wackelt oder sich zumindest dann nicht so anhört, wenn ihr da was reinschmeißt, dass das jedes Mal klirrt. Und ihr habt hier noch die Möglichkeit, Schraubendreher oder generell irgendwelche Werkzeuge dann reinzustecken, die dann eben griffbereit immer mit dabei sind. So, dann schaut euch die Lösung mal an. Ich habe jetzt hier die Unterstützung einmal genommen und habe das Ganze dann hier mittig eingespannt. Und das ist also wirklich extrem massiv. Wenn ich jetzt hier draufhaue, da bewegt sich nichts. Wenn ich jetzt mich hier außen drauf lehne, auch dann funktioniert das. Und auf dieser Seite ist natürlich noch wesentlich stabiler. Und wenn man jetzt sich hier vorstellt, dass man jetzt hier einen Ausschnitt mit einer Stichsäge oder ähnlichem macht, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Oder wenn man jetzt hier mit einem Bandschleifer beigeht oder. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind hier wirklich enorm. Das kann man in einem Video sicherlich gar nicht alles zeigen. So, jetzt will ich natürlich noch mal demonstrieren, dass man damit auch sehr, sehr filigran arbeiten kann. Ich habe jetzt hier ein rohes Ei und das werde ich jetzt hier mal probieren einzuspannen und das Ganze mit diesem Fußpedalschalter dann so weit zu dosieren, dass das Ei eingespannt ist. So, das wäre dann jetzt der Fall und das hält auf jeden Fall und wir könnten jetzt damit arbeiten. Und wenn wir das Ganze dann wieder entriegeln wollen, dann ist das natürlich auch möglich. So, einmal aufgemacht, festgehalten das Ganze und dann wieder entspannt. Und dann können wir das Ei hier wieder entnehmen, ohne dass es irgendeine Beschädigung hat. Also sehr, sehr filigranes Einspannen. Mit der Kraft kann man hier wirklich so weit das Ganze dosieren, dass es einmal extrem fest ist oder eben nur fest ist, sodass es hier ein rohes Ei letztendlich nicht beschädigt. Das ist roh, da müsst ihr mir vertrauen. Das ist auf jeden Fall nicht gekocht, aber ich will das jetzt nicht aufschlagen und dann verschwenden, weil, wie ihr seht, es ist auf jeden Fall noch haltbar. Das kann man noch essen. Das wäre jetzt blöd, das auseinanderzuhauen. So, ich bin mir da also absolut sicher, dass ihr das Teil jetzt des Öfteren noch hier bei mir im Einsatz irgendwo sehen werdet, wenn ich irgendwie neue Geräte vorstelle. Dann werde ich da bevorzugt das Ganze nochmal einspannen. Deswegen, wer bis jetzt noch nicht hat, den Kanal einfach abonnieren, dann verpasst er nicht, wie ich mit dem Gerät dann auch mal richtig arbeite. Ich freue mich schon auf den nächsten Bohrhammer, wo ich hier meinen Stein einspannen kann und dann mal richtig Gas geben kann, etc. Ich denke mal, ihr habt den Sinn und Zweck dieses Gerätes auf jeden Fall verstanden. Wenn ihr sowas schon zu Hause habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, für was ihr das Ganze nutzt und ob ihr damit zufrieden seid. Und ich habe bisher wirklich nur positive Sachen über das Teil gelesen und gesehen. Ich habe mir natürlich auch andere Videos dazu angeguckt und ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass das euren Werkstattalltag sehr, sehr stark unterstützen kann und sehr, sehr viel vereinfachen kann, gerade weil ihr dann eben hands-free arbeiten könnt und wirklich das Ganze mit diesem Fußpedalschalter auf wirklich ganz filigrane Weise auch dosieren könnt, wie ihr das Ganze gesehen habt. Ja, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.